Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozork Mega S zum neuen Video. Ich bin mal wieder für euch unterwegs. Wir sind auf dem Wintermarkt an der Landsberger Allee und für heute gibt es einen richtig geilen Food Review. Ich bin heute hier bei den Spike Dogs. Die bieten hier auf dem Wintermarkt richtig geile Hotdogs an in verschiedenen Formen. Da gibt es einmal Geflügelwurst, da gibt es Rindswurst. Es gibt selbstgemachte Chili-Cheese-Pommes mit richtig geil Chili con Carne, eigener Käsesorte. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Da gibt es einen saftigen Food-Review von mir. Da nehme ich euch heute mit. Und deshalb wünsche ich euch bei diesem Video ganz viel Spaß. So Leute, ich habe mir jetzt die Chili Cheese Fries geholt. Ihr seht, die kosten 5,50 hier auf dem Wintermarkt am der Landsberger Allee. Die ja, Bike Dogs waren so freundlich und haben mir hier ihr ja, Preisschild noch hingestellt, damit ihr euch das alles in Ruhe angucken könnt. Ich habe schon die Chili Cheese Fries vor mir. Wie gesagt, die werden mit leckerer Käsesoße, selbstgemachter Chili con Carne, frisch frittierten Pommes. Hier seht ihr auch noch, die sind alle selber geschnitten, die sind nicht vorgefertigt, da ist noch die Schale dran und mit frischen Jalapenos serviert. Und ja, jetzt sind wir natürlich auch schon an dem Punkt angekommen, dass wir sagen müssen, wir werden das Ganze jetzt offiziell reviewen. Das heißt, wir müssen das Ganze testen und dann beißen wir mal rein und gucken mal, wie das Ganze so schmeckt. Mmh. Mmh. Also, guckt euch diesen Pommes nochmal an. Die sind richtig schön kross und saftig. Innen kartoffelig und schön lecker. Mmh. Leicht gesalzen. Man sieht auch noch die Kartoffel innen drin. Die ist auch noch erkennbar. Die ist nicht totgebacken. Die schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann man sich sehr gut geben. Dann habe ich hier natürlich noch für die Chili Cheese Soße so ein Pizza. Und dann kostet man natürlich auch die Chili Cheese Soße dazu. Mmh. Mmh. Oh. Ihr seht es, das sind so weiße Bohnen mit in der Chili con Carne hier drin. Das schmeckt wirklich sehr, 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 sehr lecker nach Chili con Carne. Mmh. Mmh, sehr, 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 sehr lecker. Auch die Jalapenos müssen wir mal einzeln kosten. Ja, die haben eine gewisse Grundschärfe und sind aber nicht zu scharf. Und knallen einen aber auch noch nicht weg, aber sind angenehm in der Schärfe. Muss ich sagen, kann man sich richtig, richtig, richtig gut geben. Mmh. Ja. Ich muss sagen, das ist eine Portion Pommes. Die lohnt sich auf jeden Fall. Die kann man sich auf jeden Fall mal holen. Und wenn ihr die Menge noch mal anschaut hier, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr große Portion. Reicht auch für zwei Personen aus. Das heißt also, falls ihr zu zweit unterwegs seid, geht auf jeden Fall mal bei den Bike Dogs vorbei und holt euch dort so eine große Chili con Carne. Ja, Pommes. Mmh. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also, wir müssen das Ganze geschmacklich bewerten. Da kommen wir, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Ergebnis. Ich muss sagen, das sind die besten Chili Cheese Pommes, die ich seit langem gegessen habe. Und gebe an dieser Stelle vom Geschmack her 4,5 Ozork-Gesichter. Ich muss natürlich sagen, ich persönlich finde es, mag Bohnen nicht so sehr. Hier sind aber die weißen Bohnen drin, die sind sehr, sehr ja, klein. Das sind nicht diese riesengroßen Kidneybohnen, deswegen finde ich das besser als sonst. Bin ansonsten aber wirklich von dem Geschmack sehr, sehr überzeugt. Es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr lecker. Preislich gesehen für so eine große Portion Pommes, und wir müssen natürlich ja auch nochmal darüber nachdenken, wir befinden uns hier auf so einem Wintermarkt, die Standpreise sind hier massiv teuer, ist das eigentlich sehr, 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 sehr fair und angenehm. Wenn ich mir überlege, da hinten kostet die Bratwurst, eine Bratwurst 5 Euro und ich kriege jetzt hier so eine riesen Portion Pommes für 5,50. Erste Sahne. Da kriegen die Bike Dogs von mir an dieser Stelle für diese Pommes 4 Sterne im Preis. Muss sagen, finde ich sehr, 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 sehr geil. Ansonsten werde ich jetzt natürlich das Ganze noch aufessen. Mmh. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich muss mich jetzt beeilen, bevor es kalt wird, weil es ist doch schon nur noch 10 Grad draußen, 10, 11 Grad draußen. Ich will das Ganze ja noch warm genießen. Gesamtbewertungstechnisch gebe ich für diese Pommes an dieser Stelle 4 glatte Ozork-Gesichter, eher 4,5. Lohnt sich wirklich. Die Bike Dogs sind regelmäßig auf verschiedenen Ständen in Berlin und im Umland unterwegs mit ihrem Fahrrad und auch mit der großen Bude, die sie hier noch haben, und machen alles selber frisch vor Ort. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr dort Qualität bekommt, die ihren Preis gerechtfertigt. Muss ich wirklich sagen, hat mich überzeugt. Ich esse jetzt meine Pommes aus und bin jetzt sehr, sehr glücklich damit. Ich hoffe natürlich jetzt auch, dass euch dieser Food Review gefallen hat.
Wenn dem so ist, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Bewertet ruhig das Video. Falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt hier unten kostenfrei nachholen. Dann verpasst ihr keine weiteren Meinungsvideos, keine Vlogs und keine Food-Reviews wie die zu diesen leckeren Pommes hier. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.